Ja, schönen guten Abend. Auch ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich nicht Ilya Trojanow bin. Ich kann allerdings nichts dafür. Und Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie bei diesem Wetter in dieser Zahl hier anwesend sind. Ich kann es kaum verstehen, aber umso mehr begrüßen. Ganz toll. Wie das so ist bei kurzfristigen Engagements, es kann natürlich, Brigitte, überhaupt keine Rede davon sein, dass ich jetzt eine Einführung ins Thema halte. Überhaupt nicht. Was ich sagen kann, ist, dass wir uns hier vorgenommen haben, nicht den morgigen Symposiumstag vorwegzunehmen und den Begriff der Resilienz jetzt von allen Seiten zu beleuchten. Worum es uns hier eher geht, ist sozusagen das zu beleuchten, was vor dem Resilienzdiskurs kommt. Nämlich, man könnte mit dem Titel sagen, das Elend, ganz so negativ soll es nicht sein. Nämlich Verhältnisse, in denen nicht nur soziale Standards in Frage stehen, nicht nur starke ökonomische Veränderungen stattfinden, sondern auch die Machtinstitutionen, die Machtausübung und die Machtverhältnisse starken Wechseln unterliegen. Mit dem Ergebnis, und da kommt dann die Resilienz morgen, mit dem Ergebnis, dass Risiken, Lebensrisiken sozusagen von der Rente in Griechenland bis zur ökologischen Katastrophe in Nepal privatisiert werden, die Folgen von Risiken privatisiert werden. Mein Freund Thomas Gebauer, der Geschäftsführer von Medico International, sagt, Krisenmanagement statt Krisenbewältigung. Unser Thema heute also die Krise, die es da angeblich zu bewältigen gilt, die aber in Wirklichkeit nur gemanagt wird. Also was hat die Finanzkrise vor allem in Europa, was haben andere Krisen aus unseren Macht- und politischen und Lebensverhältnissen gemacht? Das war jetzt das, was Brigitte Kühn eine Einführung nennen würde. Ich stelle Ihnen ganz schnell, und dann werden wir uns dem Thema sicher schnell nähern können, die Podiumsgäste vor. Das Schöne ist, hier sitzen außer mir drei Menschen, aber ein Mehrfaches an Perspektiven. Jede und jeder, der und die hier sitzt, kann mit unterschiedlichsten Perspektiven auf das Thema aufwarten, und das lässt mich auf die Diskussion besonders gespannt sein. Zuerst Margarita Zomu, Autorin, Journalistin, Herausgeberin, Mitherausgeberin des Missy-Magazins, die schon deshalb über eine doppelte Perspektive verfügt, weil sie in Deutschland lebt, aber griechische Wurzeln hat und sehr oft sich auch in Griechenland aufhält. Hier von Ihnen aus gesehen, links außen Josef Vogel, der seine Doppelperspektive vor allem daraus bezieht, dass er eigentlich Literatur- und Kulturwissenschaftler ist, aber sich das Recht nicht nehmen lässt, über den Kapitalismus zu schreiben, was zu ganz außerordentlich spannenden Ergebnissen führt, zuletzt in dem gerade erschienenen Buch Der Souveränitätseffekt, Professor an der HU in Berlin. Und zu meiner Linken, rechts von Ihnen aus gesehen, in Frankfurt nicht nötig, ihn vorzustellen, ich tue es trotzdem, Rupert von Plotnitz, mit einer gerade für unser Thema geradezu multiplen Persönlichkeit. Ja, das müssen wir sehen. Er ist nicht nur Rechtsanwalt und sozusagen also ein Bearbeiter des Rechts aus der Perspektive der wovon auch immer Betroffenen. Er war im politischen Bereich in exekutiver und legislativer Funktion tätig als langjähriger hessischer Landtagsabgeordneter und Umweltminister und Justizminister. Er wird uns also über die... Und Europaminister, ja, ganz wichtig. Und er wird uns schon deshalb vielleicht die Frage der rechtsförmigen Verfahren und aus, was aus ihnen wird, unter der Herrschaft der Finanzkrise eine ganz besondere Perspektive bieten können. Wir haben heute Abend das schöne Zusammentreffen, das in diesen Minuten, wahrscheinlich ist in Athen auch sehr schönes Wetter, nehme ich mal an, noch viel wichtigere Leute, als wir in einem geschlossenen Raum sitzen, nämlich das griechische Parlament, und sich vom Ministerpräsidenten erklären lassen, wie er sich
in den jüngsten Entwicklungen der Auseinandersetzung zwischen den EU-Institutionen und Griechenland zu verhalten gedenkt. Sie lesen alle Zeitungen, Sie hören alle Radio. Heute Morgen hat Martin Schulz, der Parlamentspräsident, ganz ungeschützt rumgepoltert, dass ihm die Griechen gewaltig auf die Nerven gehen. Das war nur der letzte Punkt in einer unendlichen Reihe von inzwischen also hemmungsloser Griechenbeleidigung. Ich würde Sie, Frau Zomo, gerne als allererstes fragen, haben Sie eine Vorstellung, was gerade in diesem Parlament passiert und ob sich Griechenland überhaupt noch von Herrn Tsipras regiert fühlt oder doch vielleicht von anderen, von Draghi, Merkel oder wem auch immer? Dass man in Griechenland nicht mehr von Tsipras regiert wird, aber auch davor vielleicht nicht von Samaras regiert wurde, ist eine Erfahrung, die bereits in den letzten 5 Jahren gemacht wurde. Und intensiviert hat sich diese Erfahrung tatsächlich, nachdem Syriza an die Macht gekommen ist, da wir seitdem sehen, dass die Sache mit der Regierung, wer regiert, ja nicht nur eine politische Angelegenheit ist, sondern sich entscheidet in den letzten Monaten durch ein materielles Argument, das heißt, die Institutionen regieren in Griechenland mit und bestimmen, was dort passiert, weil sie die Möglichkeit haben, den Kapitalhahn zuzudrehen. Also es ist nicht nur eine Sache von besseren Argumenten oder wir finden, ihr solltet so regieren oder so. Es ist möglich, im Moment Griechenland quasi aussterben zu lassen, was Liquidität anbetrifft, die Wirtschaft dort total auszutrocknen und damit Politik zu machen. Und ich finde es in Bezug auf unser Thema hier auch interessant, was heißt das eigentlich, wenn man mitmischt, indem man ganz, ganz materiell in der Lage ist, Geld nicht mehr ins Land zu lassen, wie es die EZB macht. Das ist die Erfahrung in Griechenland. Die Erfahrung ist, dass es quasi, dass man keine Spielräume hat, eigentlich Politik zu machen. Und diese Spielräume, wenn man sich denn die erkämpfen möchte, ist das eine sehr risikoreiche Angelegenheit für die Bevölkerung. Man weiß, möchte man einen politischen Spielraum sich erkämpfen, heißt das, das Risiko einzugehen, bestraft zu werden dafür, das Risiko einzugehen, morgen, nächste Woche ohne Geld dazustehen, ohne Renten, ohne Löhne etc. Es ist ein sehr risikoreiches Unterfangen, die Demokratie, autonomes Regieren in Griechenland im Moment. Gerade ist Tsipras im Parlament. Ich weiß nicht, was er sagen wird. Die griechischen Zeitungen waren heute voll davon, dass Tsipras, eine hat getitelt mit, er hat ein Rendezvous mit der Geschichte. Da es wirklich jetzt darauf ankommt, Tsipras versucht, ja bisher hat ja die Regierung versucht, in den letzten 4 Monaten wirklich zwischen Bruch und Einigung zu changieren, also eine Brücke zu finden zwischen den Gläubigern und das, was die griechische Regierung an Politik machen möchte und den Gläubigern ein paar Zugeständnisse abzuzwacken. Und man sieht, dass das nicht möglich ist oder kaum möglich ist. Und dass immer wieder auf die gleichen Reformen, sozusagen Reformen, ich finde es auch interessant, dass wir gucken, was heißt denn eigentlich Reform heute noch, dass darauf gepocht wird. Im Endeffekt sind wir alle die Diskussion satt, nicht nur Martin Schulz, ich bin sie auch satt. Und es geht seit 4 Monaten eigentlich nicht weiter. Und heute ist deswegen ein wichtiger Tag, weil gestern zum ersten Mal beschlossen wurde, nicht die Rate an den IWF zu zahlen. Das ist das Neue am heutigen Tag. Bisher wurden alle Raten gezahlt, obwohl nicht das Geld aus dem letzten Rettungspaket geflossen ist nach Griechenland. Das ist ein symbolischer Akt, der von der griechischen Regierung ausgeht, gegenüber der Bevölkerung, gegenüber der Partei. Und die Frage ist nun, was würde es bedeuten, das Ding nicht zu unterschreiben? Und das ist erstmal ein Zeichen, dass man vielleicht bereit wäre, das Ding nicht zu unterschreiben, weil es ununterschreibbar ist, weil es quasi auf die gleichen, also nicht eine kleine Abweichung ist ja möglich, auf die gleichen Austeritätsmaßnahmen besteht. Darf ich nur einmal kurz nachfragen?
weil Sie sagten, er versucht zu balancieren sozusagen zwischen Unterwerfung und autonomer Politik. Glauben Sie denn persönlich, dass es da noch einen Weg dazwischen gibt? Oder stehen wir tatsächlich vor der Situation, die viele an die Wand malen, dass es zum Bruch kommt oder er gibt nach? Ich hätte gesagt, es wird immer dünner, das Eis, das dazwischen, im Dazwischen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es einen Plan gibt, was zu tun wäre im Bruch. Aber ich wage auch zu sagen, dass die Geschichte manchmal viel erfindungsreicher ist als wir selbst. Wir haben in den letzten 6 Jahren Sachen erlebt, die wir nie dachten, miterleben zu können, im Positiven und im Negativen. Und ich würde jetzt ein bisschen dahin sprechen und sagen, ich glaube, dass was ganz anderes passieren wird. Ich glaube, es wird eine ganz andere Lösung stattfinden. Oder es wird so weitergehen wie bisher, im ewigen Limbo. Also es wird ewig, diese Diskussionen werden ewig weitergehen, die Reformvorschläge werden ewig hin und her geschickt werden und wir sind vor der gleichen Situation für die nächsten Jahre, Monate. Herr Vogel, wenn ich in Ihrem Buch lese, was ich mit großem Vergnügen getan habe, dann denke ich manchmal, ich müsste die Frage, die ich eben Frau Zomu gestellt habe, nach der Lektüre Ihres Buches klar negativ beantworten. Sie beschreiben einen Machttypus, sozusagen einen Typus der Machtausübung in dieser Krise. Sie leiten ihn auch historisch her, aber Sie beschreiben ihn auch in dieser Krise. Wenn man das gelesen hat, über diese Verflechtung zwischen Finanzkapitalismus und Politik, über diese indifferente Zone, in der all diese Entscheidungen gefällt werden. Sie sagen vielleicht gleich noch ein paar Worte dazu. Wenn Sie das auf die aktuelle Situation in Griechenland anwenden, dann müssen Sie doch sagen, die ist für eine Regierung, die versucht, autonom eine andere Politik entgegenzusetzen, vollkommen ausweglos, oder? Wir haben Sie großen Dank für die Frage. Ich würde eigentlich sehr gerne intelligent antworten, also Ihnen zuliebe und auch mir zuliebe und dem Publikum zuliebe. Ich befürchte, man kann kaum intelligent antworten, weil die Situation überaus einfach ist. Das heißt also, es gibt, und das lässt sich in der gegenwärtigen Politik unmittelbar beobachten, eine elementare Symbiose von Finanzakteuren und Politik. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil beide in einem hohen Maße davon profitieren. Das heißt also, die Politik, die europäische Politik, setzt finanzökonomische Interessen durch, an deren letzter Instanz sozusagen Gläubigerinteressen stehen. Und umgekehrt sind die Finanzmärkte, wenn man das so nennen kann, ein sehr gutes Vollzugsorgan, um bestimmte politische Eskapaden zu begrenzen. Also beispielsweise zu verhindern, dass ausgehend von Griechenland eine ganz klare, wenn man so will, liberale Agenda in Europa zu blockieren. Das heißt also Liberalisierung von Arbeitsmärkten, Abbau von Arbeitsschutz, Privatisierung von Vorsorge etc. Die Dinge spielen sehr gut zusammen und das ist die, wenn Sie so wollen, einfache, unintelligente, man könnte fast sagen banale Beschreibung der Situation. Ja, noch intelligenter wäre es jetzt, wenn Sie sich auch aufs Feld der Prognose begeben würden und würden uns sagen, ob Sie irgendwelche Lücken in diesem System sehen, in dem die erste Regierung seit langem in Europa, die überhaupt versucht, die Lücken zu finden, irgendwie reinstoßen könnte. Also es lassen sich viele Dinge dazu sagen. Ich befürchte, es wird nicht intelligenter dadurch, aber es wird mehr. Zunächst einmal, glaube ich, lohnt es sich daran zu erinnern, dass die Schuldenkrise, auch die griechische Schuldenkrise, eskaliert ist nach 2008. Das heißt, vor dem Hintergrund einer internationalen privaten Schuldenkrise. Was damals passierte, es lohnt sich von Zeit zu Zeit darüber nachzudenken, war, dass diese privaten Schulden ohne Auflagen durch die Regierungen abgenommen, umverteilt, sozialisiert wurden. Wenn man das jetzt spiegelbildlich betrachtet, stellt man fest, dass eine vom Umfang her wesentlich geringere Staatsschuldenkrise, wie die in Griechenland, unter hohen Auflagen, wenn man so will, bewerkstelligt werden soll. Also da gibt es eine ganz klare Verteilung. Sie fragen nach Lücken oder Optionen oder Handlungsmöglichkeiten. Ich würde sagen, ja und nein. Im Augenblick ist man in dem, was ein
österreichischer Schriftsteller namens Robert Musil am Vorabend des Ersten Weltkriegs Fortwursteln genannt hat, mit unterschiedlichen Effekten. Ich gebe Ihnen völlig recht, das Fortwursteln kann unendlich weitergehen oder es führt zu ungewollten oder unabsehbaren Effekten, siehe Erster Weltkrieg. Auf der anderen Seite, glaube ich, bietet die gegenwärtige Situation und im Grunde seit 2008 also nicht viel Chancen. Man könnte beispielsweise sagen, dass 2008 das eingetreten ist, was die Marxisten einstmals revolutionäre Situation nannten. Denn plötzlich gab es internationales Kapital, das nichts sehnlicher wünschte, als sozialisiert zu werden, sich in die Hand des Staates zu geben. Es war die Situation, die man mit großen öffentlichen Anstrengungen verhindert hat. Aber natürlich war 2008 eine grandiose, und zwar, wenn man so will, auch für radikale Handlungsmöglichkeiten offene Handlungssituation. Und da diese Krisen wiederkehren werden, da die Behebung der einen die nächste vorbereitet, wie man im Augenblick sieht, würde ich sagen, wir werden sehr viele revolutionäre Situationen noch erleben und sollten sie ergreifen. Ja, Herr von Plotnitz, revolutionäre Situation, das ist ja toll. Jetzt sind Sie ja schon aber auch ein Vertreter demokratischer Institutionen und ihrer Kontrollinstanzen. Und wenn wir das alles hören über die Situation rund um Griechenland, also eben ist mir gerade eingefallen, ich müsste Sie eigentlich fragen, Ihr letzter Freund ist Peter Gauweiler. Die Menschen, die sozusagen, nicht persönlich, die Menschen, die versuchen sozusagen die durchaus auch langsamen Institutionen des Rechtsstaats gegen das zu verteidigen, was wir eben beschrieben bekommen haben, die sind ja nicht so absolut zahlreich. Wo sehen Sie denn die Möglichkeit, diese demokratischen Verfahren zumindest in ihrer vorhandenen Form, die ja noch lange keine ideale ist, gegen diese finanzökonomisch-politische Herrschaft zu verteidigen? Oder sind wir da schon drüber hinaus? Dann hätten wir halt eine revolutionäre Situation, dieses Verfassungsgericht mit wegfegt, das könnte ja auch sein. Ja, ich glaube, zu den Verwunderlichkeiten des Themas, zu dem wir uns hier heute Abend zusammengesetzt haben, gehört ja, dass die Linke, ich nenne sie mal so, auch hierzulande, die noch vorgestern, kann man sagen, ja eher staatskritisch im Umgang mit den eigenen Institutionen gedacht und argumentiert hat, inzwischen im Konflikt mit den sogenannten Märkten ja zur Verteidigerin der Entscheidung demokratischer Institutionen geworden ist. Das ist ziemlich neu. Und nach der Lektüre des Buches von Herrn Vogel tue ich mir jetzt natürlich auch ein bisschen schwer, wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, hier jetzt was zu sagen zu den Möglichkeiten des Primats der Politik, wie man das früher genannt hat, im Verhältnis zu den Möglichkeiten wirtschaftlich starker Verbände und Mächte. Trotzdem will ich es versuchen. Also mit dem Primat der Politik war ja mal etwas gemeint, was mit einem urdemokratischen Verfassungssatz zu tun hat, nämlich der Maxime, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Damit ist gemeint, das heißt, es ist auch durchzusetzen, was das Volk mehrheitlich will. Nun haben wir es allerdings ja in der Verfassungswirklichkeit mit Regierungen, gerade in der Bundesrepublik, gerade in Berlin zu tun, die, wenn man so will, zu so einer Art Selbstentmachtung neigen, wenn es um das Verhältnis von Wirtschaft und Politik geht. Frau Merkel hat ja mit ihrem berühmten Satz, ich weiß nicht, wie alt er ist, 2 oder 3 Jahre, von der marktkonformen Demokratie, hat ja quasi so etwas wie einen zweiten Souverän ausgerufen, nämlich die Märkte. Und in deren Namen werden da entsprechende Austerity-Programme in Griechenland durchgesetzt, die eigentlich, wenn es um die Entscheidung des Volkes, etwas pathetischer Begriff in Griechenland geht, nicht kompatibel sind. Insofern glaube ich schon, dass die griechische Frage und die griechische Krise doch sehr geeignet ist, zum Stichwort Krise der Demokratie in Europa etwas zu sagen. Denn was ist denn da geschehen? Dort fanden Wahlen statt, demokratische Wahlen, und in demokratischen Wahlen, in freien, geheimen demokratischen Wahlen hat die Mehrheit in Griechenland erklärt, die Austerity-Programme, mit der sie seit 5 Jahren konfrontiert sind, sind bei uns nicht mehrheitsfähig und, politisch nicht durchsetzbar. Das ist der Konflikt, um den es da geht. Die wollen eine andere Wirtschafts- und Sozialpolitik, eine völlig andere als das, was die Institutionen wollen. Nun wäre eigentlich in der Demokratie zu erwarten, dass dieses Votum ernst genommen wird und berücksichtigt wird
Und dass die berühmten Institutionen sagen, da müssen wir unsere bisherige Politik überdenken und korrigieren und ein anderes an die Stelle dessen setzen, was wir bisher gemacht haben. Das geschieht aber nicht, wie man an diesen zähen Auseinandersetzungen, die derzeit die Tage wieder bestimmt, erkennen kann. Im Gegenteil, je deutlicher wird, dass man es mit einem exemplarischen Konflikt um bestimmte Konzepte zu tun hat, desto mehr insistieren die hier in der Bundesrepublik, gerade die Bundesregierung, aber auch die Institutionen, auf der Durchsetzung dessen, was abgelehnt worden ist. Das, finde ich, ist demokratisch ziemlich kritisch. Und im Windschatten dieser Entwicklung, glaube ich, und das macht die Sache für Europa auch so gefährlich, gedeihen dann auch wieder Erscheinungsformen eines neuen Rassismus, einer neuen Ausländerfeindlichkeit und eines neuen Nationalismus, wie vorher in der Form, wie es jetzt stattfindet, auch nicht Urstände in Europa gefeiert hat. Und das, finde ich, macht die Sache sehr bedrohlich und das ist das, was mir dabei großes Unbehagen bereitet. Glauben Sie, dass eine Institution wie das Bundesverfassungsgericht noch die Kraft oder das Potenzial besitzt, oder auch der Souverän, das Volk, die Kraft besitzt, diesen Prozess, wie Sie ihn eben beschrieben haben, zu ändern? Also ob das Bundesverfassungsgericht dort eine Lösungsinstanz ist, das weiß ich nicht. Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich ja immer mit der Frage, wenn es um Europa geht, geschieht in Europa etwas, wofür es von der demokratischen Bevölkerung der Bundesrepublik keine Legitimation hat. Es geht ja immer um die Übertragung von Hoheitsbefugnissen. Und da beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht, deswegen haben Sie mich wahrscheinlich vorhin auch als Freund von Herrn Gauweiler bezeichnet, da beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht mit der Frage, geschieht da in Brüssel etwas, wofür es von hier aus keine demokratische Legitimation gibt? In Griechenland geht es ja um eine ganz andere Frage, würde ich sagen, in welchem Umfang eigentlich diese Programme, mit denen wir es da zu tun haben, mit dem europäischen Recht, mit dem sogenannten europäischen Primär- und Verfassungsrecht kompatibel sind oder nicht. Alle Welt redet immer nur von Austerity und die Beteiligten tun so, als ob das europäische Recht sozusagen Austerity in seinen Verfassungsgrundlagen als Programm vorgibt. Das ist alles Quatsch. Zum europäischen Primärrecht gehört inzwischen schon seit mehreren Jahren auch die europäische Sozialcharta. Und es gibt einen Völkerrechtler aus Bremen, Herrn Fischer-Lascano, der schon sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigt hat, ob das, was dort um den sozialen Preis, der in Griechenland zu bezahlen ist, an Programmen realisiert wird, ob das überhaupt mit diesem Teil des europäischen Rechts kompatibel ist, ob man es da nicht eigentlich mit verfassungswidrigem europäischen Exekutivvorgehen zu tun hat. Das wären die Fragen, also da würde ich mir erhoffen, dass der Europäische Gerichtshof vielleicht nochmal sich Anlass sieht zu einer Intervention. Aber da würde ich eher die Notwendigkeit sehen, zu intervenieren. Verfassungsgericht, da, wenn wir Pech haben, ich meine, die Bundesregierung sagt ja immer, Herr Schäuble, der ist ja nicht dumm, der sagt, wenn es um die Demokratiefrage in Griechenland geht und das Nein der griechischen Bevölkerung zu den Austerity-Programmen, da sagt er ja, aber Augenblick mal, in Europa gibt es ja nicht nur die griechische Bevölkerung, es gibt französische, die deutsche und. Und wenn es um die deutsche geht, dann suggeriert er ja sich selbst und uns allen, wenn es hier zum Schwure kommt, sagen die alle Nein zu einer Politik der Solidarität mit Griechenland. Ob das richtig ist oder nicht, wäre noch die nächste Frage, wenn man nämlich mal aufklärt darüber, wer am Ende den größten ökonomischen und vor allen Dingen politischen Schaden in Europa hat von einer Politik der Entsolidarisierung, dann könnte es ganz anders aussehen. Aber das ist ja das, was die Sache so gefährlich macht. Das ist auch der Grund, warum da Nationalismen wieder gedeihen. Also dann wird plötzlich in der Bundesrepublik spielt wieder das Bild vom faulen Griechen, der nur in der Sonne liegt, eine Rolle und vom halbstarken Varoufakis. Also Herr Schäuble ist ja selbst sozusagen als Randalierer da ein hohes Talent. Herr Vogel, Sie wollen was? Ich wollte das nochmal unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben, weil ich glaube, das ganz wichtig ist, in Erinnerung zu rufen. Okay. Ich weiß, ja, geht jetzt so? Ich weiß aber gar nicht, ob das so wichtig ist, dass Sie das hören jetzt, was ich sage. Aber ich will es versuchen.
Nein, ich glaube, es ist wichtig, diese Dinge nochmal zu unterstreichen, dass das, was man einstmals Troika genannt hat, durch keinerlei nationalstaatliche oder europäische Institution legitimiert war, sondern ausschließlich durch einen finanzökonomischen oder haushaltstechnischen Notstand. Zweitens, dass mit dem ersten Hilfspaket oder den Finanzhilfen an Griechenland das griechische Parlament gezwungen wurde, Verfassungsbruch zu begehen, indem die Mehrheiten nicht mehr eingehalten werden konnte. Also Griechenland wurde gezwungen, nach der eigenen Verfassung Verfassungsbruch zu begehen. Ein ganz weiterer wichtiger Punkt, Sie haben das angesprochen, es gibt im europäischen Recht sogar ein explizites Verbot, dass europäische Institutionen in nationales Arbeitsrecht beispielsweise eingreifen. Exakt das Gegenteil passiert im Augenblick in Griechenland. Würde man das etwas überspitzt formulieren, kann man sagen, das hat staatsstreichähnliche Dimensionen. Also die Aussetzung von nationalem Recht, die Aussetzung von verfassungsrechtlichen Bedingungen. Vielleicht darf ich noch einen letzten Punkt dazu sagen, um die Sache an einem Punkt etwas optimistischer zu wenden. Ich glaube, was Griechenland in irgendeiner Form gelungen ist in den letzten, ja man kann sagen, Monaten, ist eine rein technokratische Fragestellung, nämlich die Lösung globaler oder in dem Fall europäischer Haushalts- und Schuldenkrisen über geldpolitische Fragestellungen, dass diese technokratische Dimension von Griechenland in das Gebiet der Politik zurückgeholt wurde und dass etwas auftaucht, was Herr von Plotnitz sehr exakt benannt hat, dass die Politik sich nun in dem grundlegenden Dilemma befindet und darin auch entscheiden muss, wie es sich zwischen dem sogenannten Finanzpublikum auf der einen Seite, den großen Akteuren, den Mitspielern auf den Finanzmärkten einerseits und dem demokratischen Stimmpublikum verhält. Das sind die, wenn Sie so wollen, Entscheidungen zwischen einer kräftigen Minderheit und einer schwachen Mehrheit. Aber die Politik besteht im Augenblick darin, sozusagen zwischen diesen eigentümlichen Konstellationen Wege zu finden. Ja, Frau Zung, jetzt ist schon viel davon gesprochen worden, welche Bilder vermittelt werden, von neuen Nationalismen war die Rede etc. pp. Jetzt leben Sie ja in Deutschland. Wir wollen Sie ja jetzt nicht hier als Griechenland-Korrespondentin immer missbrauchen. Wenn ich uns zuhöre, ich hoffe, Sie hören mich alle jetzt gut. Ja, gut. Wenn ich uns jetzt zuhöre, dann höre ich einen etwas anderen Diskurs als den, den ich in der Berliner Politik und leider auch in sehr vielen Medien wahrnehmen muss. Da gibt es nämlich zu der Politik, die real gemacht wird, durchaus auch die entsprechenden Bilder und Ideologien. Ich würde Sie einfach gern mal fragen, wie Sie sozusagen das Bild, das der Deutsche von sich selbst zeichnet in diesem Konflikt, wahrnehmen. Nicht nur das Griechen-Bashing, das wir hinreichend kennen, sondern diese Art, den Rest Europas in die Austerität zu zwingen und dabei einen Wohlstand, der uns noch vergehen wird, mit Klauen und Zähnen zu verteidigen in Deutschland, ist ja begleitet von einer bestimmten Musik in Politik und Medien. Wie nehmen Sie die eigentlich wahr? Ich habe eine Frage zu der vorherigen Diskussion noch. Die sich stellt, wenn das denn so ist und wir sind uns alle einig, dass denn so ist und fragt man sich wirklich, warum die Dinge so laufen, wie sie laufen und warum eigentlich die Argumente gar nicht mehr, also ich habe die eine Begleitmusik, wenn Sie wollen, ist die Erfahrung, dass Argumente nicht mehr greifen und das wäre auch eine Frage an das Podium für mich, wie geht man eigentlich in einer historischen Situation mit der Tatsache um, dass quasi auch Begriffe wie Vernunft, auch Begleitmusik, ne? Begleitmusik ist, die sollen vernünftig sein, die sind nicht vernünftig. Und da fragt man sich wirklich, was bedeutet Vernunft heute? Von was sprechen die? Die machen keine Reformen. Ich dachte, Reformen ist ein Begriff, der kam aus der gesellschaftlichen, fortschrittlichen Seite. Und auf einmal sind das eigentlich Reformen, ist gleichbedeutend geworden mit sozialen Einsparmaßnahmen. Gerne der Begriff Solidarität. Solidarität bedeutet jetzt Kredite zu geben. Also ich habe das Gefühl, auch unsere ganze Sprache wurde in den letzten Jahren langsam aber sicher
bedeutende Begriffe auch was anderes. Ich habe großes Interesse für die Figur des deutschen Steuerzahlers. Ich finde interessant, dass wir, das ist eine neue nationale Einheit, deutsche Einheit, weil wir reden nicht vom Volk, wir reden nicht von der Bevölkerung, wir reden nicht von den Arbeitnehmern, wir reden nicht von den Bürgerinnen, wir reden nicht von allen diesen, vom Souverän, sondern es ist auf einmal der Steuerzahler. Wer ist das eigentlich, der Steuerzahler? Und wenn man kurz nachdenkt, ist das relativ klar. Ich musste mich unterhalten mit dem Direktor des Vereins der deutschen Steuerzahler. Man hat sehr schnell gesehen, was das Freund- und Feindbildschema des deutschen Steuerzahlers sind. Als deutscher Steuerzahler bist du nicht Arbeitnehmer, du hast keinen Interessenswiderspruch mit deinem Arbeitgeber, du hast keinen Interessenswiderspruch mit den Finanzmärkten, sondern der Arbeitgeber, Herr Ackermann, und die Finanzmärkte, die zahlen ja auch alle Steuern. Ihr habt eine Gemeinsamkeit. Ihr seid auch nicht diejenigen, die Agenda 2010 akzeptiert haben, die mittlerweile Hartz IV bekommen oder in prekären Arbeitsverhältnissen stehen, sondern man ist Leistungsträger, man ist Steuerzahler. Man hat das gleiche Interesse wie Ackermann. Man ist eine nationale Einheit mit ihm. Und wer ist der Feind des Steuerzahlers? Natürlich zwei Punkte. Der Staat, ja, der kleiner werden muss, das ist der Feind des Steuerzahlers. Und der Feind des Steuerzahlers sind die Nichtzahler. Ja? Das sind die Hartz-IV-Empfänger, das sind die Sozialschmarotzer, das sind die Kranken, das sind die Schwachen und die raffgierigen Griechen. Ja? Jeder, der irgendwie Transferleistung auch bezieht, das ist der Feind des Steuerzahlers. Und wenn in den Medien sehen wir immer mehr, dass es um den Steuerzahler geht, und es ist eine Figur, die sich einschleicht, wo man zwischen den Zeilen nachlesen kann oder verstehen kann, mit wem man sich identifizieren soll in dieser Demokratie. Ja? Der Bürger als wirklich ein Träger von Marktrechten. Ja, ist ein Steuerzahler und nicht mehr von Wahlrechten, ja, als der Bürger. Das ist das eine, finde ich super interessant, könnte man weiterdenken. Das zweite finde ich eben das, was Sie gesagt haben, das ist natürlich die Konstruktion der Griechen. Und es gibt immer mehr Studien, die zur Konstruktion der Griechen in den Medien forschen. Und ein Punkt da drin finde ich interessant, dass die Konstruktion des anderen, also der andere ist raffgierig, der andere ist faul, der andere ist unordentlich, genau, verschwenderisch. Ja. Das bedeutet im Umkehrzug, ja, dass jemand sozusagen, wie messen wir das, wer faul ist und wer nicht? Ja. Das bedeutet im Umkehrzug, dass wir Deutschen, die wir ja für die Griechen einsetzen müssen, die ja ganz Europa in den Ruin treiben. Wir müssen für die einstehen, wir Deutschen sind Opfer. Ich sage jetzt wir Deutschen, immer nehme mir die Freiheit. Wir Deutschen sind Opfer, die Opfer der Eurozone, die Opfer der Griechen. Und wir sind im Umkehrschluss natürlich diejenigen, die bescheiden sind, die nicht verschwenderisch sind, die fleißig sind, die auch, und ich finde es gefährlich, das ist für mich der neue Deutsche. Der neue Deutsche wird konstruiert ex negativo durch die Konstruktion des faulen Griechen. Und der neue Deutsche ist auf eine Art der beste Europäer. Es gibt gar keine besseren Europäer als die Deutschen. Die halten das Ding zusammen, die produzieren gut, die sind effizient und die sind auf eine Art auch mehr wert als alle anderen. Immer vorausgesetzt, dass die anderen ihre Hausaufgaben machen. Das dürfen Sie nicht vergessen. Und ich finde es eine sehr gefährliche Figur, ja, die sich einschleicht, ne, die man nicht so schnell als rassistisch über Nationalismus reden wir doch gar nicht. Wir müssen überhaupt den Begriff überhaupt anfangen, darüber zu sprechen. Was ist das für der neue Deutsche, der bessere, der in der Lage ist, die Hausaufgaben einfach ans Ende, weil ich empöre mich, wie man sieht. Der auch das Recht hat, das Leben der anderen zu entwerten. Natürlich ist die Konstruktion des faulen Griechens auch dafür da, das Elend, den Mord, sag ich mal, der Bevölkerung zu legitimieren.
Also das sind alles Figuren, mit denen man legitimieren möchte, warum so viele Leute in Griechenland sterben und die Rentner sterben und so weiter. Weil deren Leben weniger wert sind, weil sie sind faul und sie sind verschwenderisch und sie haben es nicht so verdient. Quasi, sind nicht so viel wert. Und mit der Entwertung des Lebens macht es viel einfacher zu legitimieren, diesen Angriff, den wir gerade erleben. Und ich finde das einen brutalen Diskurs. Und es ist fatal, dass er der Status quo ist, also dass er der Konsens ist. Herr von Plotnitz, jetzt spreche ich Sie mal als Politiker oder mehr oder weniger ehemaligen Politiker an. Wenn das so ist, wie es Frau Zomu beschreibt, und wenn es verfangen sollte, was wir da über Medien und Politik zu hören bekommen, dann hätten wir ja vielleicht ganz demokratische Mehrheiten, die genau auf diesem rassistischen Diskurs aufbauen in Zukunft. Wie sehen Sie das oder lässt sich das irgendwie noch mit demokratischen Mitteln vermeiden oder zieht dieser Diskurs vielleicht in der Bevölkerung gar nicht? Also ob dieser Diskurs am Ende zieht oder nicht zieht, da traue ich mir keine Prognose zu. Aber was ich glaube feststellen zu können, das Problem ist erstmal nicht die Bevölkerung hierzulande, das Problem ist eine Regierungspolitik, die die Ressentiments ganz bewusst schürt, von denen Frau Zomu gerade en Detail berichtet hat. Also ein Schäuble, der sich sozusagen als letzter agiler Europäer in der Bundesregierung gern feiern lässt, der ist ja gerade derjenige, der diese subkutane Ressentimentpflege, aufs Trefflichste beherrscht, aber nicht nur er. Also insofern ist mein Problem nicht die Bevölkerung in der Bundesrepublik, sondern die Politik der Großen Koalition und der Bundesregierung, die beinhart eben ohne Rücksicht auf das, was demokratisch sich an Willen in Griechenland artikuliert hat, versucht, überlebte und sinnlose Programme fortzusetzen. Ich meine, Sie haben von der Vernunft vorhin gesprochen. Das ist in der Tat erstaunlich. Ich meine, da braucht man ja kein ausgebildeter Volks- oder Betriebswirt zu sein, um zu wissen, dass Griechenland das, was es an Schuldenberg dort gibt, nie wird mehr abtragen können. Das weiß aber, glaube ich, auch jeder Volkswirtschaftsstudent inzwischen im zweiten Semester. Trotzdem wird an der Fiktion festgehalten und trotzdem wird eine Politik da fortgesetzt, mit der 11 Milliarden gegeben werden sollen, damit 7 Milliarden zurückgezahlt. Ich meine, das ist UNESCO ist dagegen sozusagen Naturalist, würde ich sagen. Aber so ist das nun mal. Und ich meine, die Ressentimentpflege hat ja auch zur Folge, dass so wie hier in der Bundesrepublik ein Bild jetzt von der südländischen Lebensweise der angeblich Schädlichen mit Blick auf Griechenland formuliert wird, das schlägt ja zurück. Also wenn mein Eindruck nicht falsch ist, dann gibt es inzwischen durchaus wieder ein Bild vom hässlichen Deutschen in den Ländern, in denen dann entsprechende Gegenressentiments gepflegt werden. Und das ist alles sehr gefährlich. Was mich noch ein bisschen beschäftigt, ist die Frage, wie kommt es eigentlich, dass diese Politik, da muss man ja nun mal nicht zur Verteidigung der Bundesrepublik, aber es ist ja nicht nur die Bundesregierung, es ist die niederländische Regierung, die finnische Regierung, also es gibt in Nordeuropa reichlich Regierungen, die diesen Kurs im Umgang mit Griechenland für richtig halten und unterstützen. Und woran liegt das? Und da würde ich schon sagen, das hat doch was mit der EU und ihrer Geschichte und ihrer Verfassungswirklichkeit zu tun. Das ist eben nach wie vor ein Verbund, der einem Wirtschafts- und Wachstumsmodell folgt, in dem am Ende eben soziale Belange keine Rolle spielen und keine Rolle spielen sollen. Und solange es da kein Break in der europäischen Verfassungswirklichkeit, in der europäischen Politik gibt, fürchte ich, werden wir Krisen, wie sie jetzt im Zusammenhang mit Griechenland und anderen Ländern eine Rolle spielen, noch lange erleben. Also das macht die Sache aber besonders schwierig. Man könnte ja noch auf den Gedanken kommen und sagen, also in einem Land kann man vielleicht noch den Break bewerkstelligen, den man braucht. Aber jetzt in einem Verbund mit 16 Ländern, das bleibt noch mal abzuwarten. Aber ich glaube, solange es da nicht zu einem Bruch kommt, das wäre dann wahrscheinlich aus Sicht der Verteidiger der Austerity-Programme in der Tat revolutionär. Deswegen ist da auch der Widerstand so groß dagegen. Solange wird es nicht besser werden. Ich muss an einer Stelle kurz nachhaken, weil Sie sagten, mein Problem ist nicht die Bevölkerung. Mein Problem ist auch nicht die Bevölkerung. Ich hatte aber gehofft, Sie anregen zu können,
mit mir nach der Rolle des Souveräns oder, wenn Sie so wollen, der Gesellschaft zu fragen in dieser Situation. Wir sind uns ja sehr einig, was politisch im Moment geschieht. Aber die Frage, wie sehr es verfängt, warum die Ruhe auch in diesem Land so unglaublich groß ist, während diese Politik exekutiert wird. Diese Frage müssten wir uns, glaube ich, schon auch stellen. Also, was macht das mit der Gesellschaft und ist es möglich, dass die Gesellschaft in großen Teilen genau von diesen Ressentiment-Denkstrukturen infiziert ist, wenn man es so nennen will? Die Frage, finde ich, sollten wir uns schon auch ernsthaft stellen. Ja, einverstanden, nur die Antwort fällt leider Gottes, glaube ich, auch nicht sehr optimistisch aus, wenn man danach gefragt wird. Denn unabhängig von der Ressentimentbildung ist ja zu beobachten, dass die Abkehr vom demokratischen Prozess auch in einem Land wie der Bundesrepublik, abzulesen an der Beteiligung an Wahlen, ja zunimmt. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, der demokratische Prozess wird immer vitaler und lebendiger und die Wahlbeteiligung nimmt zu. Im Gegenteil, im letzten Jahrzehnt kann man auf allen Ebenen, vom Bund bis runter auf Länder und Kommunen, feststellen, die Leute wenden sich vom demokratischen Prozess ab, was sicherlich damit zu tun hat, dass sie nicht mehr glauben an die Wirksamkeit ihrer eigenen Wahlentscheidungen, wenn es dann um die Umsetzung durch Regierungspolitik geht. Das ist das Dilemma, mit dem man es zu tun hat. Je mehr sozusagen Politik selbst sich überlässt wirtschaftlichen Interessen und sich zum Exekutor dieser Interessen macht, zum Vollstrecker, desto mehr sagen sich natürlich, das verstehe ich auch, denn die Leute, dann brauche ich ja auch gar nicht mehr hingehen, wenn es auf meine Interessen sowieso nicht ankommt. Und ich meine, das Bedrückende ist, es gibt ja gerade neuerdings Untersuchungen, dass die Wahlbeteiligung dort am meisten zurückgeht, wo es sozial um die prekärsten Verhältnisse geht und dort noch fungibel und funktionsfähig und gut ist, wo die Leute auf der Sonnenseite des Lebens leben. Also das sind alles hochbedenkliche Entwicklungen. Insofern, ich würde auch lieber eine optimistischere Antwort geben, aber das ist ein Prozess, der noch gar nichts dann mit Ressentimentbildung zu tun hat, sondern einfach mit Enttäuschung. Herr Vogel, ich würde Sie auch gerne zu dieser Frage mitnehmen, aber durchaus auch wieder institutionell bleiben. Wir haben ja gesagt, Sie beschreiben sozusagen diese Machttypen und Machträume. Ich würde Sie gerne erst mal fragen, wo bleibt denn in Ihrer Vorstellung von jetzt zunächst mal einem Europa, das auf diese Weise regiert wird, die ganzen hergebrachten Institutionen, sind die nur noch, also Parlamente, Verfassungsgerichte, vielleicht Plebiszite, Rechte, was auch immer, wo bleiben die eigentlich? Sind die nur noch Blend und Beiwerk? Oder glauben Sie, dass die noch Potenziale haben, das, was Sie beschreiben, einzudämmen, zu bremsen oder gar umzukehren? Eine schwierige Frage. Ich würde sie gerne an Herrn Plotnitz, Herrn von Plotnitz weitergeben. Aber denn ich war nie Politiker und bin einmal in meinem Leben ein halbes Jahr zweiter Klassensprecher gewesen und das war's. Und deswegen habe ich, glaube ich, nicht sehr viel politisch-praktische Intelligenz. Aber lassen Sie mich sagen, natürlich sind diese Institutionen, Verfassungsgericht ist angesprochen worden, es gibt eine ganze Reihe von weiteren, natürlich auch Exekutivorganen, die wichtige Mitspieler in diesem Konzert sind. Ich glaube, man kann das nur von Fall zu Fall untersuchen und wird dann überprüfen müssen, wie diese Institutionen tatsächlich entscheiden. Also ich erinnere daran, dass 1992 eines der wichtigsten Verfassungsgerichtsurteile geschehen ist, europabezogen, und das war die Ablehnung der Verfassungsbeschwerde gegen den Maastricht-Vertrag. Und das war eine Begründung mit hoher politischer Brisanz. Dort wurde nämlich, und das sagte das Verfassungsgericht explizit, festgestellt, dass die herrschende ökonomische Lehrmeinung, und das war das, was man heute Liberalismus nennt, hinreichend Grund dafür ist, etwa die Unabhängigkeit der EZB zu gewährleisten, die Unabhängigkeit bestimmter geldpolitischer Maßnahmen, Preisstabilität und Inflationsbekämpfung. Und damit haben diese ökonomisch, wenn Sie so wollen, dogmatischen Prinzipien quasi Verfassungsrang erhalten. Das ist zum Beispiel eine Situation, in der eine Institution sehr stark war und sehr stark in eine Richtung entschieden hat vor dem Hintergrund herrschender Dogmatik.
Ich habe jetzt große Angst, dass ich gleich wieder eine Frage stelle, die verdammt schwierig ist, die ich mir aber auch sehr oft stelle. Und jetzt Ihnen, Frau Zum. Nämlich, haben Sie eine Idee, was für ein solidarisches Europa, bevor wir dann vielleicht auch noch mal kurz Europa verlassen, wir sind immerhin hier bei Medico International, was für eine Art solidarisches Europa auf dem Elend und dem Trümmerhaufen, den wir hier so schön beschreiben, eigentlich noch mal aufgebaut werden könnte? Gibt es eine positive Vision? Ich wollte kurz noch mal notieren zur vorigen Diskussion, dass die politischen Institutionen nicht nur Opfer sind der gerade stattfindenden Dynamik der Finanzmärkte, sondern ja auch Akteure bzw. Mittäter. Ne? Und das sehen wir an der Eurogroup. Also es ist, glaube ich, schwierig, es so zu formulieren, dass die Finanzmärkte alles entscheiden, sondern es gibt tatsächlich, wie Sie auch sagen, eine Verflechtung dieser Machtfelder. Es ist nämlich nicht gerade die Finanzagenturen, die Griechenland unter Druck setzen, sondern gewählte Regierungen. In einer Situation, wo, wenn man so will, Geschichte zurückkommt, also Mark Fischer hat dieses Buch geschrieben, 2013, über den kapitalistischen Realismus. Das ist ein Buch darüber unter anderem, dass der Kapitalismus es geschafft hatte, wie er jetzt denkt, uns zu überzeugen, dass er kein Ende nehmen wird, also das Ende der Geschichte von Fukuyama. Das bedeutet auch, das Ende der Geschichte bedeutet auch, dass man in so einer immer gleichen Zeit drin ist, in einem Limbo drin ist, dass immer alles so bleiben wird, wie es ist. Es wird sich nicht verändern. Es wird keine andere Zukunft geben, keine andere Zeit. Diese Diagnose ist eine sehr pessimistische Diagnose, weil sie hat keine Möglichkeiten des Ausbruchs und der Hoffnung. Ich war neulich mit ihm auf einem Panel auch und wir haben uns geeinigt zu sagen, das ist eigentlich vorbei. Die kapitalistische Limbo könnte man auch denken als eine Zeit, die vorbei ist, weil die Krise selbst den Kapitalismus dahin geführt hat, seine Zukunft als fragwürdig hinstellt. Zumindest zum Beispiel in Orten wie in Griechenland oder auch in Spanien, wie man sieht. Das heißt, ich glaube, diese ganze Geschichte hat natürlich diese ganzen dystopischen Momente, aber hat auch utopische Momente und öffnet, macht Räume für Neues auf und das haben wir in Griechenland gesehen. Für mich ist das Hoffnungsvollste davon nicht unbedingt, noch eine linke Regierung zu wählen. Was in Griechenland passiert ist, diese linke Regierung ist nur möglich geworden durch eine Gesellschaft in Bewegung, wie ich es nenne. Also nicht nur soziale Bewegungen, wie wir es kennen, nicht nur noch eine weitere Demonstration, sondern eine Gesellschaft, die immer mehr politisierter und immer mehr radikalisierter agiert in Griechenland und auch alltäglich das macht. Und durch diese Gesellschaften in Bewegung, durch diese Bewegungen, die nicht nur das sind, was wir früher politische Bewegungen nannten, die, wenn Sie so wollen, auch vom juridischen Rahmen der Demokratie ausscheren, die sind für mich die größte Hoffnung. Das heißt, für mich sind die größte Hoffnung die Solidaritätsökonomien in Griechenland. Also das, was im Alltag auf dem Feld der Reproduktion an Selbstorganisation in der Gesellschaft selbst entsteht. Und das ist das auch, was Syriza getragen hat und Syriza unterstützt hat. Ich will nicht zu lange reden. Ich glaube, das ist für mich die Hoffnung. Warum? Weil es eben nicht nur darum geht, glaube ich, in der heutigen Situation wieder zurückzufordern, dass Repräsentation und Souveränität sich wieder eine Balance finden, wie wir sie früher vielleicht gedacht haben, dass sie haben, oder nicht wieder zu fordern, dass Demokratie da zurückgeht, wo sie war, sondern jetzt haben wir ja eigentlich die Möglichkeit, das Ganze nochmal neu zu denken. Und das heißt, Repräsentation neu zu denken und Souveränität neu zu denken und die Selbstorganisation der Gesellschaft im Moment in Griechenland
zeigen einem die Möglichkeit, das zu denken. Ich hoffe, ich bin klar geworden. Das heißt, wenn die Gesellschaft sich selbst organisiert außerhalb der bekannten Institutionen der juridischen Demokratie, wenn sozusagen im Alltag auch Demokratie entsteht, in der Produktion Demokratie entsteht, dadurch, dass Leute das selber organisieren in sozialen Kliniken, in sozialen Supermärkten, wo Leute umsonst Englischunterricht anbieten, umsonst Musikunterricht anbieten, also alle diese Initiativen von Selbstorganisation sind für mich eine Möglichkeit, eine Hoffnung, auch wenn Sie so wollen, die Begriffe, die wir hier diskutieren, Demokratie, Repräsentation, Souveränität und auch Staat neu zu denken. Ich würde das gerne unterstützen, was hier gerade gesagt worden ist, weil ich den Eindruck habe, dass wir in Gefahr sind, den gewiss lamentablen Ist-Zustand in Europa nur noch zur Klagemauer umzufunktionieren. Und ich würde auch sagen, es gibt ja durchaus Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass die Fortsetzungsmöglichkeiten der Politik, über die wir uns kritisch äußern, begrenzt sein können. Also das Ergebnis der Wahlen in Griechenland ist erstmal ein Nein zu dieser Politik, die auch nur ein Nein verdient. Das ist erstmal ein Fortschritt, ein solches Wahlergebnis. Und deswegen sollte man die unterstützen, die versuchen, dieses Wahlergebnis auch entsprechend umzusetzen im Verhältnis etwa zu den Institutionen. Das findet ja zurzeit statt und die Schlacht ist noch nicht geschlagen und das Ergebnis steht noch nicht fest. In Spanien fanden unlängst Regionalwahlen statt. Dort haben die etablierten Parteien, die für die etablierte Politik auch im Umgang mit Griechenland oder Spanien früher stehen, eine krachende Niederlage erlitten. Und alle Welt zittert schon dort, wo sie auch weiter auf Austerity setzt, vor den Parlamentswahlen, die im Herbst, glaube ich, in Spanien anstehen. Also insofern, in München demonstrieren gestern 30.000 oder 40.000 Leute zur Überraschung der Veranstalter selbst, dass es so viele geworden sind, gegen diese Krönungsmesse, diese alberne, die da in Elmau zurzeit stattfindet, mit Millionen, die man besser in Griechenland einsetzen könnte zur Verbesserung des Schicksals dort. Also es gibt allenthalben Zeichen, dass sich Widerstand regt. Wie am Ende das Ganze aussehen wird, also da kann hier wahrscheinlich niemand jetzt ein Konzept präsentieren, das in irgendeiner Weise Anspruch auf Gültigkeit haben könnte. Aber ich glaube schon, es ist was in Bewegung. Und ich meine, hier sitzen viele, die wie ich älteren Jahrgangs sind. Wer die alte Bundesrepublik in ihrem vordemokratischen Zustand bis Ende der 60er Jahre erlebt und überlebt hat und auch erlebt hat, dass das dann überwunden worden ist mit neuen demokratischen Wirklichkeiten, die viel von autoritären Verhaltensweisen abgebaut haben, der soll auch die Hoffnung nicht fahren lassen, dass das, was derzeit in Europa eine Rolle spielt, ewig von Ewigkeitscharakter. Das würde mir auch auf den Keks gehen, das wäre ja auch langweilig. Ein Problem gibt es allerdings dabei, und das muss man sehen. Ein Ausweg gibt es nicht im Sinne einer Rückkehr zur nationalen Souveränität. Das macht die Sache so besonders tückisch. Und das erklärt auch viel von dem Erfolg der Rechtsnationalisten jetzt, die so tun, als ob man mit der nationalen Souveränität jetzt gegen die Missstände angehen könnte. Dieser Weg ist versperrt, aber wenn ich mir solche Bewegungen wie Blockupy oder Occupy oder was da alles kraucht und flaucht ansehe, die sind ja alle europäisch. Wer schon mal an solchen Demonstrationen beteiligt war, ich habe das gemacht, der wird feststellen, da kommen Italiener, da kommen Spanier, da kommen Franzosen. Das ist ein erfreuliches Zeichen. Das heißt, da bildet sich auch etwas Gesamteuropäisches als Widerstandslinie heraus. Und so soll es sein. Und da kann man nur hoffen, dass sich das weiterentwickelt. Herr Vogel, ich frage Sie es auch noch. Wahrscheinlich werde ich jetzt dabei erwischt, dass ich Ihr Buch nicht zu Ende gelesen habe. Wir machen gleich einen Test. Glauben Sie daran, dass derartige Widerstandskräfte, solidarische Gegenbewegungen aus den Gesellschaften, und wir reden jetzt nicht nur über Europa, wäre mir ganz wichtig, aus den Gesellschaften können kommen, noch dazu unter Bedingungen, die ja eigentlich die Kräfte, die man dazu braucht, eher schwächen,
aus schlicht und einfach sozialen Gründen. Glauben Sie, dass unter solchen Bedingungen zunehmender weltweiter Ungerechtigkeit aus den Gesellschaften diese Solidarität wachsen kann? Also ich glaube gar nichts. Ich würde sagen, ich hoffe es, dass es so sein könnte. Und es gibt bestimmte Indizien, Sie haben es genannt und Sie haben es auch genannt, dass dem so ist. Das heißt aber, dass dafür völlig andere, wenn man so will, politische Sensibilitäten entstehen müssen. Nämlich Sensibilitäten, die sich nicht auf die Organisation der großen Politik konzentriert, sondern die sich auf konkrete Bedürfnisse in konkreten Milieus und Lokalitäten beziehen. Daraus bezieht Podemos seine Stärke. Daraus hat Syriza seine Stärke bezogen und daraus könnte man auch in Deutschland Stärke beziehen, denn es gibt ja in Deutschland auch so etwas wie ein inneres Griechenland, das die meisten nur nicht wahrhaben wollen, und das sind die Kommunen. Hochverschuldete Kommunen, verrottete Infrastrukturen, geschlossene Bibliotheken etc. Da, glaube ich, ist in Deutschland auch, und wenn Sie so wollen, ein Widerstandsreservoir oder wäre es über diese Prinzipien, nicht über die Bundespolitik, glaube ich. Ja, ich glaube, wir haben einen sehr schönen Bogen gefunden, der mir es fast schon ermöglicht, jetzt die Diskussion ins Publikum zu öffnen. Sie haben uns nämlich eben alle drei Gegenmodelle eben angedeutet zu dem, was morgen hier unter dem Thema Resilienz diskutiert werden wird, nämlich so, wie sie angewendet wird, mit dem Widerstand, auf den wir ja alle zusammen hoffen, wie ich jetzt festgestellt habe, relativ wenig zu tun hat.